Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships. Weiter geht's in den Gewerteten. Diesmal mit der Benham. Und ich sehe schon viele Kreuzer unterwegs. Eieiei. Etro. Bloß 12 Kilometer und die Dimitrodon-Streu auch. Das ist nicht ganz so schön. Mino könnte auch mit Radar unterwegs sein. Eieiei. Gucken, dass wir schön auf Distanz bleiben. 12 Kilometer Radarreichweite. Wir haben 10,5 mit den Torps. Da muss ich jetzt echt ein bisschen weiter hinterbleiben. Nur ein Schlachtschiff, das man torpedieren könnte. Aber das wird sich erst im Laufe des Gefechts zeigen, wie man da rankommt. Denn vor den Radarschiffen muss ich, wie gesagt, echt aufpassen. Haragumu im Nahkampf habe ich auch gar keine Chance. Absolut nicht. Ein Z mit Hydro könnte mich auch gut auskontern. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen. Ansonsten die Benham, sehr, sehr interessantes Torpedoboot. Kaum Nachladezeit. Dann sieht man das hier auch hier unten, genau. 65 Sekunden. Da machst du halt nicht den Mega-Schaden mit die Dinger. Aber dafür hast du ja pro Seite auch zwei Werfer. 2x4. Das ist schon geil. Macht schon Spaß. Dann drehst du einmal und dann machst du hier die nächsten Torps rein. Total cool. Aber schon schöne Runde mit gehabt auf jeden Fall. Ganz schön Tarnwert hat man auch. So, identisch mit der Z46. Ich glaube, die war auch bei 5,9. So, Henri haben wir hier. Minotaur positioniert sich da mank der Insel. Machen wir schon mal eben da lang. Pedro, drehen wir mal gleich wieder ab. Das gefällt mir nicht. Vielleicht will sie ja da lang. Einfach mal raus, die Dinger. Auf jeden Fall erstmal wieder abhauen. Oh, beide gegnerischen DDs sind schon in A bzw. bei A gesichtet worden. Das heißt, hier ist erstmal nichts. Hat auch noch kein Radar jetzt bündet, aber hätte ihn jetzt auch keinen Vorteil. Wenn ich es gesehen bin, dann. Oh, das mache ich jetzt hier aber einen Fehler. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Aber für wen soll ich hier auch großartig jetzt spotten? Ne? Das sind nur unsere eigene Pedro Pavlos, die hier unterwegs ist. Der Rest vom Team ist auch da drüben. Das ist halt jetzt ein bisschen so die Frage. Ori fährt auch schon wieder rückwärts. Wie Paulus wird mit dem sehr geringen Schussbogen jetzt auch wohl auch nicht über die Insel da kommen, ne, dass er auch schießen könnte. Andere Seite ist jetzt erst nachher laden. Er würde vorwärts. Auch Radar an. Verboost. Engine Boost activated. Fällt jetzt zum Glück nicht allzu lange da. So, macht jetzt die Pedro, fährt jetzt davor. Die bleibt ja dann an der Insel stehen, ne? Davon gehe ich jetzt mal aus. Wollte auch mal so ein bisschen hintroppen. Jetzt haben wir ja Glück. Der eine oder andere Trupp geht rein. Sonst ist jetzt unsere Pedro Pavlos hier echt am Arsch, ne? Ich hoffe, dass ich ja mal hier so einen Tortreffer kriege. Drehe mich jetzt hier auch nochmal so ein bisschen. Die Ori müsste jetzt eigentlich gespottet bleiben. Ah, schlecht. Jetzt so ein bisschen doch mit einballern können. Da ist er wieder. Mal irgendwie so ein bisschen helfen auf jeden Fall. Den Mega-Schaden werden wir jetzt hier nicht machen auf der Ori, aber vielleicht reicht's aus. Jegliche Unterstützung ist gut. Und zu spät. Schade. Da nochmal hin. Ja. Das ist nicht schön, ne? Das ist nicht schön. Oh, weil die Ori wenigstens nochmal abgefackelt kriegen.
viel Schaden machst du hier natürlich nicht mit der Bene. Das hat kein Gunboot. Muss man so ein bisschen auf Abfuck laufen. Und noch ein bisschen besser treffen, halt. Haupttreffer. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hier aber definitiv abhauen. Lange wird es nicht mehr dauern, dann hat die Pedro Pavlos wieder Radar ready. Da bin ich hier viel zu nah dran. Ah, so vielleicht. Und so. Oh, wieder raus, die Dinger. Okay, jetzt regen wir mich wieder auf die Seite und dann habe ich jetzt schon wieder in unter 40 Sekunden die Seite schwer nachgeladen. Und noch ein Top-Treffer, nice. So, da kommt Radar. Ein bisschen mit dem Hintern wackeln. Nicht allzu viel Schaden fressen. Die Frage, welche Seite hat er mir jetzt kaputt gemacht? Ich hoffe doch. Gut. Schön ausgewichen. Oh, hier wird jetzt mit Sicherheit wieder rückwärts fahren wollen, oder? Gehen wir mal davon aus, dass er ein bisschen zurücksetzen wird. So, einmal wieder drehen. Gucken, dass wir die Seite hier auch nochmal rausbekommen mit der Torps. Vielleicht ein bisschen näher ran. Ach, guck mal, da fährt nämlich schon wieder rückwärts, dachte ich mir. Ob die Torps, die schon unterwegs sind, überhaupt noch ankommen. Aber ich halte ihn auf jeden Fall dauerhaft offen. So, dass das Team hier ein bisschen drauf ballern kann. Könnte jetzt auch wieder nebeln, aber ich glaube, dann ist die Pedro Pavlos wieder zu. Das darf ich jetzt hier nicht riskieren. Die Daring lebt auf jeden Fall noch, das ist wichtig. Und gut. Ah, da hält jetzt nichts drin. Wo kommt die Henri da runtergefahren? Die dreht da bestimmt wieder Feuer ab, oder? Doch nicht mehr viel Leben, ja, das werden sie wohl hinbekommen. Drehen. Mit Motorboost, dann ist das Ganze ein bisschen schneller. Ja, die linke Seite ist nämlich schon nachgeladen. Mal aufpassen, dass ich nicht zu nah ranfahre. Dann sollte auch bald wieder ein Radar ready sein, oder? Ich glaube, ich dauert das nicht mit dem Reload. Ich noch ein bisschen besseren Topwinkel kommen. Aber wir verhindern ja mit dem Spotting hier definitiv das Cappen und C. Und sobald die Pedro, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, tot ist, können wir auch rüberfahren. Zu B. Ah, Fahrfehler, 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 Fahrfehler. Geht zu nah ran. Und auch schon Damage kassiert. Aber nochmal ein Top-Treffer. Ganz gut ausgewichen. Aber immerhin drei Top-Treffer. Müsste ich aber langsam mal dauern hier, ne? Das wäre schon ganz cool. Jetzt ist er dauernd. Tatsächlich auch in meinem Plot-Treffer sogar noch. Nicht schlecht. So. Okay, ab zu B. Bin nur darauf gewartet, immerhin noch mal ein bisschen den Motorboost, um noch mal schneller auf Endgeschwindigkeit zu kommen. Oh, im Großen und Ganzen läuft es ja gar nicht so schlecht. Sehr, sehr wenig Spotting-Damage irgendwie, ne? Aber klar, anfangs hatten sich ja nur die eigene Pedro Pavlos hier und die haben sich wahrscheinlich gegenseitig selbst gespottet. War nicht nur dank mir offen.
Aber jetzt die hier, die Peto? Naja, wie es halt so ist. So, cool. Fürst, der steht da hinten am Rand der Insel. Wäre ja auch ein schönes hier für die Daring. Muss halt nur aufpassen mit der Hydro. Oh, schön mit der Einzeltorps. Wäre schon ganz nett eigentlich. Aber mal gucken, was wir hier von der B-Seite aus noch gespottet kriegen. Vielleicht der Thunder nochmal schön auf der Ori wirken. Ori ist ja echt butterweich, das Ding. Hast du auch fette Kell mit der HE. Die Schichte. Vier Leben hat es ja nicht mehr. Auch mit AP im Ene selber könnte das schon gewesen sein mit der Ori. Auch sobald ich hier B gespottet, gekappt habe. Fahren wir auch mal rüber. Gucken wir mal so ein bisschen, was wir da machen können. Daring sollte jetzt eigentlich mal hier und da mal auch einen Top-Treffer landen können. Wäre auf jeden Fall cool. Top sehen auch schon raus. Also sehr, sehr langsam davor fährt. Dafür sind die Einzeltorps halt echt perfekt. Wäre jetzt bei der Pedopadler zum Beispiel auch super gewesen. Aber das hast du halt echt nur bei den Briten, ne? Finde ich auch ganz gut so. So ein Alleinstellungsmerkmal, so eine Besonderheit sozusagen der Schiffslinie. Bei den DDs und Kreuzern. Schön mit der Einzeltorps arbeiten kannst. Aber es sollte auf jeden Fall gewonnen sein. Also, wenn wir jetzt nicht zu viele Fehler noch machen. Afrilo hat auch noch ein bisschen Leben. Auch schön, schön weit weg. Andor braucht ja eh keine Nahkampfentfernung, um Schaden machen zu können. Er macht das eh mehr auf Distanz. Also alles gut. Wer hat die Donskoi eigentlich hinten? Mal hier ein bisschen weiter mit Abstand da lang fahren. Hauptsache ich krieg's halt nochmal gespottet, wie gesagt. Auf jeden Fall sind wir aber hier erstmal an den kleinen Insel vorbeifahren. An das komische Schmollgesicht, wenn man so drauf guckt. Sieht ein bisschen komisch aus. So, 10,5. Wir kommen jetzt bis zur Hälfte des Caps. Kommen wir an mit den Torpedos. Ja. Da Boost an, ein bisschen Distanz aufbauen. Engine Boost activated. Kommt auch schon Radar. Ja, noch schön ausgewichen. Na los, Leute. Macht den Sack zu. Oh, nochmal Tortreffer? Jawohl. Nice. Noch ein bisschen länger der war da von der Dodge, kann das sein? Noch ein Top-Treffer. Sehr, sehr angenehm. Oh, so kommen wir auch auf ein bisschen Schaden. Ah, kann keiner drauf wirken, ne? Buffalo vielleicht, aber der Thunder ist jetzt schon echt weit weg. Aufpassen, dass die Donskoi hier nicht zu nah rankommt. Ich gehe gleich auf und bin offen. Die falsche Seite, die gerade nachgeladen hat. Was? Naja, das ist jetzt definitiv gewonnen. So, jetzt sehe ich die Donskoi leider nicht mehr. So, machen wir einfach mal eine breite Fächergeschichte. Zack. Soll der Geiz. Hauptsache weg von der Donskoi. Hauptsache weg. Naja, schon vorbei. Ein Ding auch flott. Naja, mal hin. So, dann schauen wir uns das mal an. Zweimal erobert. Ein Schiff kaputt gemacht. 75.000 Schaden. Das ist vollkommen okay. Oh, 2.000 Base EP? Ja, eine schöne Runde, würde ich sagen. Pedro Pavlos 45.000 Schaden gemacht. Die Ori, ein bisschen mit der Hauptbatterie. Ja, ein bisschen halt, ne?
So, können wir doch mal einen Blick auf Gelungen des Kapitäns werfen. Immerhin schon 21er, mein einziger, den ich habe. Und natürlich voll auf Torpedo das Ganze. Also die Chance halt, einen Wassereinbruch zu verursachen, nochmal erhöhen. Die Torpedogeschwindigkeit, das ist auch ganz wichtig. Umso schwieriger wird es ja, die Torpedos auszuweichen, umso schneller sie werden. Ladezeit, Geschwindigkeit, Wassereinbruch, alles nach oben. Und was ich hier ganz witzig finde, ist halt die Geschwindigkeit, solange ich unsichtbar bin, halt ein bisschen zu erhöhen. Denn bin ja, wie gesagt, eher ein Torpedoboot und möchte hier gar nicht offen sein, um da irgendwie rumzuballern. Lieber schnell wegkommen. Ja. Am Tarnmeister selbstverständlich, um halt generell einen guten Tarnwert zu bekommen. Das Lebensgefühl ist selbst mit der Erhöhung halt echt gering bei der. Bei der Bänder 17.650 ist echt nicht viel. Da muss man noch ein bisschen aufpassen. Da kann man einen Vergleich, auch wenn es ein fieser Vergleich ist. Aber ich habe keinen anderen Neuner. Doch, habe ich. Mal schauen. Die 19.850 und da ist noch der A-Rumpf drauf. Aber ja, womit wir es vielleicht nochmal vergleichen können, ist Friesland. Reines Gandidi-Boot-Gedöns. Auch deutlich mehr Leben, ne? Da musst du halt mit der Bänder halt echt aufpassen. Und ja, was halt auch immer gerne kaputt geht, sind halt die Getriebesachen, Motorsachen, sodass du hier mit letzter Anstrengung halt noch wenigstens ein bisschen weiterfahren kannst. Und ja, die Chance wenigstens, dass es nicht ganz so oft kaputt geht, kann man schon so machen. Und hier ist auch nichts Besonderes dabei. Also ganz klar, immer das, was ich ja eigentlich bei jedem Schiff drin habe, dass es halt nicht kaputt geht. Dass es nicht kaputt geht. Dass es schneller nachgeladen wird. Die ganze Torpedo-Sache. Das Steuergetriebe, das finde ich ganz gut zum Ausgleichen. Das hat man eben, glaube ich, auch ganz gut gesehen. Ne? Also schön links, rechts, links, rechts. Machst es dem Gegner halt schon ein bisschen schwieriger, dich zu treffen. Hier nochmal die Tarnung. Und nochmal die Ladezeit runter. Und ansonsten könnte man hier noch überlegen mit defensives Flakfeuer, aber. Nee. Butterbus finde ich persönlich viel, viel besser. Und so ist es eine ganz runde Sache, wa? Würde ich sagen. Ne? Und so. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Selbstverständlich auch über ein Abo. Und so oder so. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.